Anweisungen am Spielfeldrand gibt Trainerin Natascha Leier in Gebärdensprache. Zurufe würden die Spielerinnen auf dem Grün nicht wahrnehmen, denn hier wird Gehörlosenfußball gespielt. Es ist die Eurodev 2015, ausgetragen in Hannover. Eine Europameisterschaft der stillen Art, trotz lautstarker Stimmung einiger Fans. Also bei dem Spiel, wenn man natürlich, man sieht nachher später mal diese Fahnen und so in der Halbzeit, da sieht man, dass die ganzen Fahnen wedeln oder dieses Trommeln. Das hören wir leider nicht, wir konzentrieren uns wirklich auf das Spiel, aber es ist gut, dass wir wirklich so eine Fanbase hinter uns haben, die uns so richtig sagt. Es ist das Viertelfinalspiel der deutschen Frauen gegen die Auswahl aus Großbritannien. Deutschland in Rot dominiert, führt zur Halbzeit 2:0. Bei jedem Tor große Freude, wenn auch ohne Jubelschreie. Musst du draufgehen. Schönes Tor, oder? Während die Schiedsrichterin ihre Entscheidung per Gestik und Fahnenzeichen kundtut, analysieren die etwa 200 Zuschauer die Spieltaktik. Auch auf der Tribüne Titelfavorit Russland mit Blick auf den potenziellen Finalgegner, der am Ende 3:0 über die Briten siegte. Das Spiel war gut, es ist wirklich gut gelaufen. Wir haben viele Pässe gehabt, wir haben wirklich hart gekämpft. Ich bin jetzt richtig kaputt. Aber es klappt, wir haben 3:0 gewonnen. War gut. Im Halbfinale trifft Deutschland auf Polen. Da die deutschen Herren bereits ausgeschieden sind, ruht die Hoffnung nun auf den Frauen und die Chancen stehen gut. Denn die polnische Auswahl hatten die Spielerinnen bereits in der Vorrunde souverän mit 4:1 vom Platz gefegt.